Eigentlich hätte der Abschluss der WM in Kanada einfach nur ein schöner Abschied für Nadine Angerer werden sollen. Eigentlich, denn vor dem Spiel um Platz 3 gegen England und dem letzten Länderspiel der Torhüterin schwappt nun aus Deutschland Kritik über den großen Teich zur Mannschaft und sorgt für Unmut. Ja, eigentlich macht mich das richtig sauer, weil es ist immer leicht, Sachen von außen zu beurteilen. Wenn man keine Ahnung hat, muss man erstmal Hintergründe kennen. Welttrainer Ralf Kellermann von Vizemeister und Pokalsieger VfL Wolfsburg sieht die DFB-Auswahl taktisch im Vergleich zu den Top-Teams Frankreich, Japan und USA eingerostet. Für Ärger in Kanada sorgten aber vor allem die Aussagen von Colin Bell, Trainer des Champions-League-Siegers 1. FFC Frankfurt. Er wirft Bundestrainerin Silvia Knight in kritischen Situationen fehlende Flexibilität und mangelnde Führung vor. Für die Spielführerin völlig unverständlich. Schön ist es doch, dass er Vereinstrainer ist und dann jeden Tag die Möglichkeit hat, es zu Hause in seinem Verein besser zu machen. Man kann uns natürlich kritisieren. Natürlich, klar, waren wir nicht so kaltschnäuzig oder der finale Pass war nicht da. Das sind Sachen, die kann man kritisieren. Aber wir haben fantastische Spiele gemacht, auch gegen starke Gegner, Weltklasse-Gegner wie Frankreich, Schweden, ja, auch gegen Norwegen. Und wir haben auch ein sehr, sehr gutes Spiel gegen die USA gemacht. Nun heißt es für die deutschen Frauen, die Ärmel hochzukrempeln und den Frust in positive Energie umzuwandeln. Nach einem Sieg im Duell der Enttäuschten und als WM-Dritter kann dann über die Kritik nur noch gelacht werden.